In diesem Video zeige ich dir, wie du das optionale Supermarkträtsel lösen kannst, durch das du je zwei Einheiten vom Gesundheitsdrink und von der Pistolenmunition erhalten wirst. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, kann es jetzt auch direkt mit der Rätsellösung losgehen. Nebenbei möchte ich aber noch erwähnen, dass die Rätsellösungen aus meinem Video etwas von deinen abweichen können. Und das liegt daran, dass der Rätselschwierigkeitsgrad einen Einfluss auf die jeweilige Lösung hat. Und da ich davon ausgegangen bin, dass die meisten auf dem Standardschwierigkeitsgrad zocken, habe ich für diese Videoreihe ebenfalls den Standardschwierigkeitsgrad ausgewählt. Nachdem du den Codenotiz eingesammelt hast, begibst du dich als nächstes zum jetzigen Spot, um das Rätsel zu lösen. Zwecks der Rätsellösung bin ich folgendermaßen vorgegangen. Da ja bereits alle Kombinationsmöglichkeiten bis 4439 versucht wurden, habe ich mit der 4440 weitergemacht und durch die Kombi aus 4×4 konnte ich letzten Endes die Tür öffnen. Lass mich da auch gerne mal im Kommentarbereich wissen, mit welcher Zahlenkombi du letzten Endes die Tür öffnen konntest. Und sollte ich dir mit diesem Video weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Silent Hill unten im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!